willkommen hier zu der dritten Folge Minecraft mit Let's Play. Wie ihr hier zum Beispiel schon seht, halt nicht zum Beispiel, wie ihr schon seht, ich lege immer noch rum. Ja, das kann ich leider nicht beheben. Und zweitens, ich bin hier nicht an meinem eigenen Standort, sondern ich habe ein Haus offscreen gebaut. Und was eigentlich noch kein Haus ist, sondern ein paar Grundlagen für ein Haus. Den Keller habe ich schon mal gemacht und halt das alles schon mal einsortiert in meinen ganzen Krimskrams, was ich denn schon alles hatte. Und habe ein bisschen offscreen auch noch Essen gefarmt, dass wir kein Essenmangel haben, wer hier schon sieht. 55 von den Kugelfische, weil die habe ich mir gedacht, na gut, die kann ich mir direkt holen. Und ich habe auch schon auf ein paar Kommentare von euch zugegangen, dass die Musik zu laut war. Ich hoffe, ist die jetzt nicht zu laut, weil ich ein paar Änderungen vorgenommen habe. Und ja, dann wie ihr seht, ich bin hier, weil alles ist beim Alten. Und ich habe halt einen neuen Mod hinzugefügt. Der nennt sich Foresty für Minecraft. Und ja, tut man Bienenstöcke, USB, alles hinzufügen. Aber als erstes würde ich mal sagen, ich möchte mal mit Towncraft mal anfangen. Aber als erstes da brauchen wir immer noch diese ganzen Shards. Boah, leck. Aber ja, ich habe auch sehr viel gekämpft letzte Folge. Wir brauchen nämlich alle 6 Shards, von denen wir haben bis jetzt schon 4. Und ja, dann das heißt, wir gehen jetzt schon mal los. Wie ihr seht, hier habe ich die Tür reingemacht. Aber habe nur nicht so richtig weitergemacht. Ich könnte euch ja schon fürs erste Mal unser Haus zeigen. Hier ist halt noch ein bisschen Gold. Das Gold kann ich dann schon mal hier reinlegen. Und hier schon mal sozusagen der Balkon. Da kann ich ins Wasser springen und unsere Fische holen. Weil ich gönne mir kurz mal Speed und hole uns kurz. Alles klar. Direkt Action. Einfach direkt. Und als erstes uns den ersten Mob holen. So. Und kleine Fischis wieder holen. Die sind halt auch recht übelst gut für Lapis zu farmen. Aber das Problem ist, wir brauchen kein Lapis. Wir brauchen einfach kein Lapis. Wir brauchen kein Lapis. dafür haben wir schon so viel. Das heißt, ich würde mal sagen, ich gehe erstmal noch die Sachen auslagern und danach sozusagen in die Mine. Ja, hier ist. Holz. Erstmal lagern. Und jetzt wird es hier. Okay, jetzt warte ich mich mal ein bisschen. Und ich möchte auch jetzt schon mal ein paar Themen ansprechen. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ich habe ein paar Tage oder so mal keine Folgen rausgehauen. Das lag daran, dass ich sehr krank war und jetzt noch leicht erkältet bin. Und das eine schlechte Idee war, was ich gerade gemacht habe. Nee. Optische Idee. Und jetzt mal ein bisschen coole. Oh nein. Oh gut. Ich habe die Folge noch dabei. Ich habe letzte Folge, letzte Folge, wo ich offline war, als vorbereitet für die Mining Tour. Und ja. Dass wir dann sozusagen unser früher oder später, dann wenn wir Leder haben, uns kein Backpack craften, sondern einen Verzauberungstisch und Papier. Papier haben wir bestimmt schon. Und ich habe erst nachgelesen, wieso ich kein Knockback bekomme. Es liegt an dem Gürtel da, der macht, dass man 80% kein Knockback bekommt. Was ich sehr cool finde. Und ich frage mich immer noch, wieso hier die Skelette sind. Und ja, hier haben wir schon die ersten Shards mal wieder, die Feuerscherben und wieder mal ein bisschen Eisen. Das ist echt schon sehr praktisch, weil dann können wir unsere ganze Rüstung craften. In der nächsten Folge tun wir dann schon, glaube ich, was gut wäre, die ersten Grundmaßnahmen für Taubenkopf machen. Das heißt, haben wir schon bestimmt alle Scherben. Und dann
wir ja schon loslegen. Und diesmal will ich nicht so offensiv drauf gehen wie letzte Folge, wo ich fast gestorben bin. Rück. Nice. NRP und Obsidian, perfekt. Davon hatte ich das Obsidian. Ich habe mich schon auf Screen gefragt, wo ich das Obsidian hier habe. Und die Enderperlen. Und das Modpick macht mir immer noch ein bisschen Angst. Das sage ich euch. Halt nicht so Angst, dass ich mir in die Hose scheiße, sondern so Angst, dass ich verrecke, weil die schon recht stark sind, die einen oder anderen Viecher. Oder zu wie viel Prozent ist das? 99% oder so? Keine Ahnung. So um den Dreh von 80%. Wasser brauchen wir nicht. Ich glaube, einen nach den anderen Shorts haben wir schon. Hallo? Boah, es leckt. Manchmal echt. Dieser Mod, wo diese Monster herkommen, ist schon sehr, sehr groß. Aber das liegt nicht nur daran. So. Dann haben wir noch ein paar Shots. Au, Leute, sorry, wenn ihr kurzzeitig nichts zu sehen habt. Hier ist wieder eine Fackel. Und ein paar Fledermäuse. So. Gold. Bravo. So. Haben wir das hier. Das hier. Eisen wird in diesem Modpack, was ich erstelle, auch noch sehr, sehr nutzvoll sein, weil ich früher oder später auch noch eine Mining Turtle baue, was eigentlich jetzt schon so wichtig wäre, dass wir noch ein bisschen Dias brauchen, weil ich glaube, ich mache erstmal jetzt eine große Aufnahmesession mit lauter Folgen hintereinander und dann bräuchte ich schon früher oder später mal den Mining Turtle Mod. Dass wir auch die Shorts ans kriegen. Okay. Ich höre gerade auf jedes Geräusch und auch auf die Musik. Nicht, dass da irgendwas in der Musik falsch ist, weil ich die langsam schon auswendig kenne. Wegen den ganzen Aufnahmen und Gameplay. Und Lava könnten wir früher brauchen, aber wir haben ja Lavasee. Hier irgendwas Besonderes? Nope. Ist nicht. So, diesen Abteil von der Höhle haben wir schon geklärt. Da oben geht's weiter. Diese besonderen Mobs mit Namen sehen sozusagen die Mobs, die sozusagen Minibosse, könnte ich mal sagen. Das sind kleine Minibosse. Nicht extrem stark, aber stark. Mit Full Iron Rüssi und einem guten Dio-Schwert, was ich schon habe, bis auf die ganze Full Iron Rüssi, kann man die schon klatschen. Aber habe ich auch erst in der Wiki gelesen, wenn man gar nichts hat, sollte man sich gar nicht zu denen hintrauen. Das wäre ein reiner Selbstmord. So. Ich kann euch kurz zeigen, ich war ja letztens erst hier drinnen, wie ich hier rausgekommen bin, habe ich mir gedacht, na gut, ich baue hier einen Hochweg, halt einen Weg nach oben, was besser geht. Na du? Ihr seid immer noch so dumm wie immer. So, ein bisschen Action, darf auch sein. So. Ich clear das bis jetzt alles kurz noch. Das ist alles Problem. So. Hier. Und da ist wieder dieser Steinbock. Der mich immer noch ein bisschen abfuckt. Wobei ich das Labor zu, weil das habe ich auch erst mir mal gedacht, weil ich habe mir zwischen der Aufnahme vieles gedacht. Sich das Lava zu bauen sollte, weil in da spawnen die ja auch die Monster. Und die können mich dann auch öfters ein paar vielleicht one-hitten oder so. Halt nicht one-hitten, sondern so hart
mich angreifen, wie es nur geht. Hier könnte ich jetzt einen Ofen gebrauchen. Ihr könnt... Okay. Wie ihr hier schon in der Wand seht, hier ist... sind auch noch weitere Mobs, die nerven. Wir gucken mal beim Lavasee, ob da was ist. Vom Erzen. Oder vom Monster, dem ich gleich wecken. Kann auch sein. So. Ich mache mich extra hier lang, für Leute, die es nicht checken, dass wenn ein Monster spawnt und mich dann in die Lava schießt, darf ja nicht passieren. Genau, hier ist hier schon ein Freund. Ich kenne den, der schießt nämlich Lava, was übelst viel Damage macht, wenn man drinnen steht, aber es verschwindet auch. Das ist jetzt ein Boss-Mob. Aber das Ding kann ich schon kriegen. Ja. Und der gibt mir jetzt halt schön viel Erze. Alles klar. Okay, jetzt, oder? Es hört nie auf. Da hat irgendein Mob, was ich gerade besiegt habe, das große Magma-Dingsbums, wo ich den Erfolg hier gekriegt habe. Magma-Slicer. Da wohl eine Höhle geschossen und ist dann mal runtergeflogen ist. Nice. Davon haben wir das Leder. Nice. Es läuft, Leute. Es läuft. Der Timer sagt, wir sind schon bei 12 Minuten. Ungefähr. Und ja. Wir haben bis jetzt schon viel gekriegt. Das Knockback-Ding ist eigentlich schon... Ich sag mal recht gut, aber schon etwas okay. Gegen Boss-Mobs, die nur mit Knockback leben. Für die ist das halt richtig scheiße. So. Wir haben hier ein bisschen Räuschen. Und jetzt mal ein paar Fische wieder reinhauen. Ey, wir haben überhaupt gar keine Eisenprobleme bis jetzt. Gar keine Essensprobleme. Holzprobleme habe ich jetzt ein bisschen. Und Heilung. Wollen. Und noch mehr Schatz. Nice. Schatz. Wenn ihr Tipps habt, bitte alles in die Kommentare schreiben. Ich möchte so gerne Tipps haben. Oder Sachen, die ich als nächstes tun soll. Zum Beispiel mein Haus weiterbauen, mein Haus offscreen bauen oder offscreen farmen. Ob das euch interessiert oder nicht, das Farmen. USB, bitte alles in die Kommentare schreiben. Mich interessiert alles, was ihr schreibt. Alles. Dann haben wir hier schon das Restliche. Und machen die Gegner. Ich glaube, ich mache mal die Musik etwas lauter. Oder zu laut. Zu laut. Auf 58 wäre gut. Und da bist du, du kleine Feuermob, der mich gerade fast gekillt, letzte Folge fast gekillt hat. Und du willst mich haben? Du willst mich wohl haben? Okay, jetzt dann komm, du dreckiger. Gollum. Große Fledermaus. Ich nenne ab jetzt die große Fledermäuse. Hi, große Fledermaus. Wie geht's dir? Guckst du sehr böse. Ui. Hast mich wohl nicht getroffen? Noob. Ich kann schon so strikt sagen, dass wir den Kampf gewonnen haben. Ohne Schaden zu erlitten. Erlitten, alles Klärchen. Und jetzt kein Eisenmangel haben. Ich glaube eigentlich schon, dass wir heute mal eine etwas längere Folge machen. 25 Minuten Folge statt 20. Die dritte Folge, weil ich hier jetzt auch schon was vorhabe. Ich nehme extra das Lapis nicht mit, weil Lapis haben ja genug. Richtig genug. Richtig viel.
Geld. Hat sich doch schon gelohnt. Und meinst du? So. Ich muss sagen, wir machen jetzt noch 10 Minuten. Und ja. Haben wir Eisen. Weil wir haben bis jetzt nicht vieles mit Mods gemacht, außer diese Gürtel gekriegt und wie heißt es, die Mobs gekillt. Mehr nicht. Hoffentlich. Ist ja alles safe? Hoffentlich. Weil ich will das Gold da oben haben. Das könnte jetzt ein gewaltiger Fehler sein, aber nee, ist es nicht. Ich kenne mich hier über gar nicht aus. Wenn ich mich wieder auskenne, weiß ich einen Weg nach oben. Und hier. Okay! Er gönnt sich auf jeden Fall. Schon, dass ich eine Schaufel habe, das heißt nicht aufregen. Okay, da sind wir. Das heißt, ich weiß, wo ich lang kann. So. Oh, ich hab Speed. Stimmt. Dann ist soweit die Höhle eigentlich schon recht erkundet. Würde ich mal sagen, gehen wir mal. Andere Höhle oder geht's hier noch lang? Hier ist jedenfalls Eisen. Ich muss sagen, wir gehen jetzt kurz mal hoch und gucken, ob wir alle 6 Shards haben. Zum ersten Mal habe ich einen Enderman gehört, aber habe gerade keinen Bock, Venus anzustellen. Und dann kann ich euch jetzt direkt schon mal zeigen, wie ich hier hochgekommen bin. Hier habe ich mich hochgebaut. Und da oben war noch eine Höhle. Genau, da könnten wir früher oder später reinschauen. Oder ich könnte jetzt schon mal reinschauen. Moinsen. Aber ich möchte jetzt ungern hier noch mal kurz einen Sprinkler killen. Aber ungern jetzt hat euch das vorenthalten, das mit den Leck, genau, das mit den Spiegeln. Und das Eisen ikoniere ich mal. Wenn ich ikoniere falsch rede, dann bitte nicht aggressiv sein, weil ich bin in die echt. Ich kann einfach ikonieren, das Wort einfach nicht leiden. Deswegen spreche ich es auch immer falsch. Und das ist nicht absichtlich. Und da sind wir schon oben. Wir haben immer so ein richtiges Glück, dass es Tag ist, wenn wir draußen sind. Wo ich glaube, da oben ist die Höhle, das heißt, es gibt noch da. Ach, das gibt's da. Weiß nicht, ob das jetzt so richtig ist. Da ist der Baum, da ist der See. Und die Monster schreien schon mal fürs Erste. Hier ist das. Die Grundlagen für unser Haus. Würde ich mal sagen, du mal als erstes unser schönes Eisen kugeln und holen als erstes mal so dann Feuer. Ah, Feuer haben wir auch noch nicht. Jetzt haben wir alle Shorts. Perfekt. Dann das rein, das rein, das rein. Das heißt, wir brauchen hier ein. Dann mache ich das hier so, das hier so. So. Wir haben halt jetzt von allen einen.
jetzt hole ich mir auch hier einen. Hier auch einen. Hier auch einen. Und hier auch einen. Perfekt. Dann brauche ich Glas, war das und Gold. Zwei Gold waren es, glaube ich. Und ein Glas. Da war das schöne Glas. Dann hier, 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 hier. Muss es richtig ansortieren. Dann mache ich kurz einen kleinen Cut, bis ich das richtig ansortiert habe. Ich bin wieder da und ich habe mir bis jetzt schon mal alle Crafting-Rezepte rausgeguckt. Das kommt hier hin. Die drei Elemente kommen hier hin. Dann kommt hier den einen Shirt, hier den anderen Shirt. Hier in der Mitte den Shirt. Dann kommt hier als erstes ein Kristallbüschel und wenn ich das hier so anordne, was ich gerade falsch ansortiert habe. Na gut, ich habe gerade nichts falsch gemacht. Wenn ihr wisst, was hier daraus, was hier passiert ist, bitte in die Kommentare schreiben. Das heißt, okay, die Sache funktioniert erstmal nicht. Das heißt, ich habe mir aber auch noch was anderes rausgeschrieben, was ich auch machen werde. Und die Musik passt gerade echt gut dazu, weil es jetzt übelst Fun gerade macht. So. Ein paar Shards. Es funktioniert gerade gar nichts. Doch, funktioniert. So. Und davon machen wir schon mal zwei von denen, sie unsere ersten Zauberstab machen. Und das, da freue ich mich gerade schon, dass wir unseren ersten Zauberstab jetzt machen. Und es kommt hier hin, hier in der Mitte der Stab. Und jetzt haben wir den Eisenklappenholzstab. Ja, juhu! Und ja. Wir haben hier schon mal unsere ersten Sachen. Jetzt tun wir unseren Zaubertisch machen. Was euch bestimmt gefällt, gefallen wird, weil mir es auch gefällt. Schatz. So, dafür brauchen wir erstmal, sag ich mal, alles davon. Und falsch herum. Erstmal das hier. Nein, die falsche rum. Brauchen wir zwei davon. Komm. Komm. Jetzt. So, hier haben wir den Tisch. Schönen Tisch. So, da kommt unser. Ist unser Tisch. Unser erster Zaubertisch. Und dann brauchen wir drei Sachen. Hallo Handy. Als erstes Glas. Eine Glasflasche. Warte, dann hole ich mir extra mal Glas, weil ich will das Schöne nicht verunschönen. So, Tinten. Säcke haben wir bis jetzt noch nicht. Das heißt, wir können dann gleich auf Tintenfischjagd gehen. Dann haben wir schon das nächste. Wo, das sind dann unsere ersten Grundlagen. Und dann, wenn wir dann das alles fertig haben, kann ich schon die Folge beenden. Und dann haben wir schon mal die ersten Sachen. So. Da mache ich mir halt erst mal unsere schöne Hose. Und unsere unsere Schuhe. So. Jetzt baue ich was, was ich schon öfters machen filmen soll. Bräuchten wir noch einen Tisch.
sagen, wenn wir das alles haben, ich mal sagen, das war's für die dritte Folge von Minecraft Let's Play. Wir haben schon bis jetzt ein paar Sachen geschafft, unseren Zauberstab gemacht, der jetzt hier immer reinkommt. Und ja, dann bald den Tisch fertig. Wenn ich mal sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und ciao, ciao!